Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV, heute mit einer Map-Vorstellung. Und zwar sind es die steirischen Bergwelten und ich stelle die Map zusammen mit dem Chris vor, weil es seine Heimat ist. Er kommt aus der Steiermark und deswegen wird er uns ein bisschen die Map erklären und auch eben, ob sie dementsprechend seiner Heimat getreu nachgestellt wurde. Hi Chris! Hi. So, dann legen wir los, du bist heute Wortführer. Was gibt's alles zu sehen? Sagen wir mal so, wir sehen hier schon ein tolles Bauernhaus. Ich habe eben schon gedacht, tolle Fensterläden und so. Das ist schon richtig cool. Ich lauf dir nach. Ja. Okay. Lauf ruhig. Wenn du ein Highlight entdeckst oder irgendwas Besonderes, dann leg los. Wie gesagt, natürlich ein Steier, der muss natürlich seinen Fuhrpark. Ja, das ist Pflichtgemäß. Und ein New Holland. Und dann haben wir halt noch ein paar Anbaugeräte, Mischstreuer und so weiter und so fort. Die seht ihr hier. Aber ja, ist nicht zwingend notwendig, kann ja ausgetauscht werden. Ja. Dann sehe ich einen Hasenstall oder was soll das sein da? Was ist das? Was bist du? Hasi? Hasenstall. Ja. Gemütestall, ja. Und da ist auch ein Kercher. Also quasi ist das hier auch gleichzeitig der Waschplatz irgendwie. Ja. Kann man das eröffnen? Die ja, dort, die okay. kannst du alle aufmachen da, ja. Chris, was ist das hier? Weil ich sehe Produktion. Was ist das? Ja, toll. Ich dachte, du hast das so auch geguckt. Nein, ich bin nur einmal durch, sehr schnell durchgeflogen, wie ich das Grundstück gezogen habe. Das war alles. Ja, weiß nicht, ich sehe halt nur Anzeigen da, irgendwie ein Silo und, ja gut, was weiß ich. Ja gut, dann gehen wir da raus. Das ist halt auf jeden Fall ein Lager, irgendwie ein Silo. Weiß nicht für was, aber egal. Da habe ich gesehen, eine Hoftankstelle haben wir auch eine befüllbare, die kennen wir, die gibt es alles platzierbar. Die ist hier auch vorhanden. Und was haben wir da? Ah ja, das sind noch ein paar Geräte für die Forstwirtschaft und so. Und hier, ich denke mal, ist der Kuhstall, oder Chris? Das ist der Gustav. Ey, lauter Aufkleber, guck mal. Oder hat einer Bierdeckel gesammelt? Nein, was ich glaube, den Gustav haben sie übernommen von Tiroler Bergfeld. Naja, okay. Die Tiroler Bergwelt habe ich auch mal vorgestellt. Die fand ich sehr cool, die Map, ja. Gehe mal stark davon aus. Aber wenn man jetzt hier der Milchmax, hier ist der Milchtrigger, wo man die Milch abholen kann, denke ich mal. Ja, gut. Was sonst noch in der Nähe? Ich glaube nichts mehr, oder? Da ist sonst nichts. Guck mal, eine steirische Kuh. Ja. Was habt ihr eigentlich in Steiermark? Schwarzbunde oder Braunbunde? Oder was habt ihr davon? Eigentlich alle zwei. Beziehungsweise die Weißfahrze gleich viel für so die Braun. Ich weiß nicht, ich habe immer gemeint, dass diese schwarzbunten Lieder zum Beispiel, dass die immer zu Hause sind in Holland und in Frankreich und Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich mehr die braunbunten hat hier. Nein, von dieser Richtung gibt es eigentlich bei uns auch mehr als genug. Okay. Ja, gut, okay. Aber was bei uns die, wie soll ich sagen, die Kleinbauern sind sozusagen, die haben Mehrzahl, sagen die Braunen. Aha. Aber so die Große, da ist eigentlich alles bunt gemischt. Okay. Und vor allem in der letzten Zeit, womit sie viel begonnen haben, das sind die Hochlandkinder. Ja, ja, such mich mal. Wo bin ich? Such mich. Such mich. Bist du unter die Jäger gegangen? Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass man den Hochsitz auch betreten kann. Finde ich cool. Ja. Wenn ich mal richtig so ein bisschen ein kleines Highlight. Ja, Chris, auf, latsch los. Sag, zeig was oder mach was. Oder geh mal ins Menü und sag, was weiß ich, wo man immer mal hingehen könne. Also ihr seht schon auf jeden Fall eine schöne Bergwelt. Also... Viele Wälder, viele, viele Wiesen. Ja, Wiese gibt's mehr als genug da. Ich zeige euch mal die PDF-Map und so. Also wie gesagt, groß ist die Map nicht.
Aber ich denke mal, für so ein Nostalgieprojekt oder Youngtimer ist sie wahrscheinlich super geeignet. Schoppi. Ja, das mit Sicherheit. Also komm, Chris, gehen wir mal zum Raiffeisen-Landhandel. Der ist als erstes auf der Hm. Besucherliste. Da gehen wir auch mal hin. Ah, hier kann man schon die Eier loswerden. Wunderbar. Und dann eben Ja. den Rest verkaufen, was mit Getreide ist und so. Ja, die österreichische Fahne, Nationalpark. Was ist das? Nationalpark? Styria-Modding. Ah ja. Haben ihre eigene Fahne. Cool. Ja, ich denke mal, hier hinten kann man dann. Wer ist denn das? Hey, wer ist das? Guck mal, das ist Ötzi. Hey, Halböhi. Grüezi. Denken Sie auch noch mal ausbekommen? Ei, Der war aber zu lange in der Sonne, ist so braun gebrannt. ei, Aber die Hose ist mal cool. Die ei. Hose ist echt cool, ja. Ja, nein, denken Sie vergessen beim Sonnenstudio. Ja, servus. Na gut, weiter. Ja, wie gesagt, hier ist das Saatgut und Dünger und so weiter und so fort. Und hier wahrscheinlich kann man auch irgendwas abbunkern, keine Ahnung. Mehr ist hier im Landhandel, denke ich mal, nicht. Nein, das ist. Und vor allem ein Bankomat. Aber man sieht einen schönen. Ey, da ist ein See, guck mal. Ey. Aha. Ja, Schöner Wasserfall. sehen gibt es eigentlich genug auch, ja. Ja, sowas finde ich cool. Was ist denn das da drüben? Wenn wir schon unterwegs sind, eine kleine Hütte. Genug. Ja, ich weiß, ich sehe nur ein Gebäude, richtig schön irgendwie, so richtig so mit dem Balkon, so ein altes Bauernhaus. Ich hätte beinahe gesagt, Tiroler Bauernhaus, da kriege ich Schläge. Ach ja, das ist dieses Burgenlift Hotel und Skilift, ein Hotel ist das. Das könnte der Lift sein von meinem Nachbarort. Da gibt es nämlich auch so einen Lift. Hier mal wieder ein Hochguck. Der Hochguck ist der Spitzname meiner Freundin. Die hat damals immer gesagt, statt Hochsitz, Hochguck. Ja, ein Skilift, wunderbar. Gut, weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Heu- und Strohverkauf. Ui, da sind wir in der Halle drin. Kommen wir da auch wieder raus? Was ist das hier? Ach, guck mal an. Der Brunnen, wo Wasser. Ist auch ein kleiner Hof scheinbar, oder? Ja. Hier ist, was ist das da? Sprit. Und hier ist eine Pipe. Was kommt da raus? Keine Ahnung. Nach der Anzeige nach einem Diesel-Dings. Ja, Diesel ist klar, aber Ja, naja, egal. ja. Auf jeden Fall kann man hier Stroh und Heu verkaufen. Ist zwar kein Ja, Trick ja. eingezeichnet, aber ich denke mal hier drin. Aha. Da hat schon die Nachbarin die Strapse aufgehangen. Wunderbar. Was ist das da? Land, was ist das? Landwirt? Landwirt.com. Was Ja. ist das? Eierverkauf, hier kann man Eier verkaufen, wieder ein Kaschen Bier, das finde ich immer cool. Was ist denn ein Steiermarker für ein Bier? Was gibt's denn da? Punktigam und Grüße. Und alle zwei Brauereien sind beziehungsweise in Graz und Umgebung. Also ich kann da lesen Forstbräu oder irgendwie. Keine Ahnung, egal. Nein, das ist eine Fantasiemarke, weil bei uns gibt es ja eigentlich die zwei größten sind Grüße Okay. und Punktekammer. Und dann gibt es noch ein Stiegelbier, aber das ist von der Obersteiermark. Beziehungsweise Leon, der ihm auf. Geh mal in die BGA und freu dich, wo du rauskommst. BPA. Also da. Beweg dich mal, guck mal, dass du rauskommst. So, das ist eine kleine BGA. Medikamente. Ja. Ja,
Gefangen im Silo. Ja, so ungefähr. Ja, gut, es ist klein, schlicht und einfach. Ja, Das ist nichts Besonderes. ich würde mal so sagen, das Notwendigste ist da, Also. was du halt so mal brauchst, zum Loslegen. Nichts Weltbewegendes, das aber immerhin. Hauptsache 1 Million Tankstellen. Ach, der Shop, komm, wir gehen mal in den Shop und gucken wieder. Ach du Scheiße, da ist man wieder in einem Gebäude gefangen. Also, dass das manche Leute nicht auf die Reihe kriegen hier. Ja, das weiß ich. Für viele Motor ist das noch ein bisschen zu hoch. Ich muss erst mal gucken, wo ich bin. Wo ist denn der Ei, Shop? ei, ei, ich bin auch drinnen. Ja, doch, ich sehe was. Warte Ei, mal. ei, Jetzt ei. mal. Hallo, ich will raus da. Geh zum Nachbar zur Fernheizung, da Ja, Fernheizung gerade Gedönse. dabei, weil das fehlt nichts. Ja, wunderbar. Ja, der Shop ist klein, schnuckelig. Natürlich ganz große Werbung von Steyr, logisch, nicht? Ja, Aber das ist mit klar. Plakat. Das ist Pflichtimmel bei uns. Okay, die Tore lassen Weil sich nicht öffnen. Schade. Steyr ist bei uns eigentlich das Aushängeschild. Steyr und Kroneflan. Ja, schlicht und einfach schnuggelig, ja. Ja, Nö. ja. Also viel kann man da nicht kaufen, sonst ist gleich der Platz überfüllt. Das ist klar. Aber das Haus ist nicht original, das ist ein amerikanisches Haus. Also da haben Das sie. ist von dir mitgegangen. Ja. Oh, eine Ja. Kirche. Komm, geh mal in den Ort rein. Komm, folge mir. Ja. Ich folge dir Ein unauffällig. kleines Kirchle. Gibt es das wenigstens? Ach, süß. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist cool Was gemacht. Kirchen gibt's eigentlich Oh, auch die ist mehr als begehbar. Da kannst du genug. reinlatschen. Ja. Geh mal rein. Darf mal weiter? Ach so. Naja, nicht schlecht, Herr Specht. Die kleine Dorfkirche. Da ist eine Tankstelle. Was haben wir denn? Shell-Tankstelle? Aha. Das sind wenigstens Originalhäuser. Die lasse ich mir gefallen. Auch nicht so ein amerikanisches mal so Ja, drin. ja. Und so soll es irgendwo auch sein. Da ist schon wieder ein Haus, wo nicht hingehört. Naja. Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter, was wir noch haben. Also ich glaube, diese Maple sind die alles ausgegangen. Ja, ich denke mal, es ist aber auch schwierig, immer diese Häuser herzustellen. Ja, Manche bedienen sich halt einfach. das ist keine Frage. Oder was ist das hier, der Schneider? Der Schneider? Geh mal zum Schneider und renn mir mal nach. Mal gehen mal in den Wald. Ja, vor dem einfach vergessen, den Speedplayer-Mod drauf zu machen. Ja, haben wir eigentlich schon angeguckt. Jetzt gucken wir uns wirklich die Landschaft an. Da rennen wir mal der Hauptstraße nach. Was ist, komm ich noch mit? Aha, hier ist der Waldweg. Hier geht es in den Wald rein. Oh, was steht denn da? Wald zu verkaufen. Hey, du kannst Wald kaufen. Ach, gucke mal. Wieso, wo bist du jetzt? Ja, ich habe gerade gesagt, geh mal zum Schneider. Ah, die kommen. Okay. Ich sehe sogar eine Burg. Geil. Gehen wir aber gleich hin. Schneider und dann rennst du am Skilift vorbei, Richtung Wald, Richtung Hauptstraße wieder. Da bin ich. Also, ich sehe dich schon, ja. Also, da komm. Okay, alles klar. Ja, bald gibt's da auch nicht wenig. Das ist mir am Samstag aufgefallen, am Freitag aufgefallen, wo ich zur Farmkom gefahren bin und bin gerade so Nürnberg-Würzburg. Ey, was deutschlandreich an Wälder ist, das ist nicht Ja, mehr schön hier. ja. Nee, guck mal, hier habe ich was entdeckt. Zum Beispiel allein schon das Schwarzwald ist gigantisch. Ja, klar. Extrem. Ja, guck mal, hier ist Ja. Wald zu verkaufen. Ich weiß aber Ja. nicht, wie das Nicht. funktioniert.
Warte mal, ich Secret mag. Trigger. Ja, wieso kann ich bei mir so nichts aufmachen? Keine Spinnt die Ahnung. Welt? Ja. Egal. Ja. Hey, da hinten habe ich eine Burg entdeckt. Das ist eine Burg da hinten, oder? Ja, schauen wir mal rauf. Warte mal, wo ist denn das? Wir sind jetzt da. Was lauft mal einfach? Ja, genau. Oder gibt es bei diesem Wald womöglich noch einen anderen Punkt, wo du den kaufen kannst? Weiß ich nicht. Könnte auch sein. Wenn du mich suchst, ich hocke um New Holland. Für was haben wir denn Traktoren, wir Deppen? Ja, eigentlich auch, Also mach ja. das in dein Steirer, springst du und fahr mir nach. Ja, jetzt geht ja auf einmal bitte bei mir auf die Anzeige. Und vor allem, weil deine Blitze sind da. Deine Was ist da? Blitze, Ach so. deine Radiokontrolle. Ja. Ich glaube, die bauen sie wirklich nur in die Vierfach-Maps ein. Ja. Weil da geht es ganz schön einen Buckel hoch. Ja. Da ist eine Kreuzung. Ja. Aha, hier ist der Tunnel, hier ist Mapbegrenzung, hier ist Feierabend. In diese Sache haben sie, ist das wirklich so wie bei uns, das bergauf geht mehr als genug. Wo sind wir überhaupt hinterher oder? Ja, freilich. Gut. Ich fahre einfach mal der Straße entlang und gucke, was einem begegnet. Was ist denn das? Ach, so ein Funkturm. Ein Fernsehturm, Digga, was ist das für ein komisches Teil? Mais wächst auch schon schön. Da ist auch noch eine Tankstelle. Ja, Tankstellen sind glaube ich 4, 5 Stück, aber auch Hoftankstelle und so. Aha, hier ist wieder Mapbegrenzung. Ich glaube, wenn ich es einmal im Kreis gefahren soll ich sein. Egal. Ui, da geht's einen Berg runter. Aber ich finde die Burg nicht mehr scheiße, da wollte man hinfahren. Da auf der rechten Seite. Ah ja, ich sehe es ja. Okay. Ja. Ah, guck mal, Vielleicht das ist die Molkerei. müssen wir da rein. Ich habe die Molkerei entdeckt. Also, Wo ja. bist denn du? Ah, da kommst du ja. Guck mal, da ist Hinter die dir. Molkerei zu deiner Linken. Ja. Also, ja. Also Milchverkauf auf Deutsch, da kann man die Milch verkaufen. Da ist ein Skilift wieder. Ja, da auch vielleicht durch den Wald. Da immer geradeaus. Nö, kurvig ist doch gerade. Nichts geradeaus, kurvig. Ja. Also Wiesen hat es hier wirklich genug, ja, Mama mia. Ja, in diese Richtung könnte es wirklich eine Map von uns sein, weil die Landschaft der würde extrem passen. Schön.
Aber das gibt's ja nicht. Ich bin vom Muster ja raufkommen, ne? Du weißt, ich fahr grad mal einen Feldweg entlang. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich finde es auf jeden Fall cool gemacht. Komm mal her zu mir da. Ich bin da ja gerade in einem Sonnenblumenfeld. Guck mal, diese kleinen Schildchen hier, eben da Feld zu verkaufen. Das finde ich cool. Ist denn das funktioniert, aber beim Wald, das hat irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung. Ja. Ich laufe jetzt einfach mal querfeld ein. Ja. Was ich glaube, so kommen wir am schnellsten ans Ziel. Es ist eben ja die gleiche Burg, wobei. Aber es weiß ich, wo schon auch verbaut wurde, auch beim LS15. Es gibt immer nur einen Bullentyp. Ja, Da sind wir doch schon. Ah ja, da ist die Brücke, genau. Kommt man über die Brücke ran. Wow. Genau. Was ist jetzt los? Ja. Nämlich Eis. Da musst du hochspringen. Da musst du hochspringen. Sonst geht das nicht. So. Was ist? Wo ist die österreichische Fahne? Normalerweise ist doch hier immer eine Fahne oder irgendwie. Ja. Na egal. Ist der eben vor einem Satz bekannt? Also beim LS50 gab es mal eine Map, ich weiß jetzt echt nicht mal, wie die hieß. Da konntest du auch so einen Berg hochkraxeln irgendwie und da waren dann so richtig wie Almen und so. Aber da konntest du dann richtig wie in ein Tal gucken oder so. Also das war ja Wahnsinn. Das Grafisch damals für der LS15 super. Das hat hier jetzt beim. Was ist jetzt? Das Ding gefällt. Bist denn du? Ich bin gerade die Steigung noch zu dir. Ja, komm, dann genieß den Ausblick und dann die ja Map-Vorstellung beenden. Weil das ist gerade ein richtig schöner Panoramablick. Das Südtiroler Bergfeld ist auch dieser Blick. Was bloß bei den Südtiroler Bergwäldern Hammer ist die Wälder, die sind ja wirklich in Hängen, da kannst ja du kaum fahren. Ja. Also da brauchst du wirklich Seilwinde und alles Mögliche. Ja, genau. Aber ja, richtig schöner Blick, oder? Ja, aber super gemacht. Ja, ja doch. Also ich habe beim LS15, weiß ich noch, damals gab es schon Maps. Ohne Scheiß, da habe ich echt gedacht, boah, da will ich nicht Traktor fahren, da will ich spazieren gehen oder irgendwie. Weil die richtig cool ist. Aber gute Berge haben sie dargestellt oder so. Nicht schlecht, Herr Specht. Nur sagte, dass da bei diesem Lift da sonst nichts machen kannst. Ja gut, was, okay, das ist natürlich. Deko. Ja genau. Und bei der Südtiroler Bergfeld kannst du halt den Faltrotor und kannst deine Piste anlegen. Achso, keine Ahnung. Das hab ist ich noch nie optimal, probiert. Ja. Okay, liebe Leute, das war wie gesagt die steirischen Bergwelten oder wie auch immer. Und eigentlich eine ganz richtig schöne Map für der auf Berge, auf Almen steht und über Bauernhöfe. Wie gesagt, Produktionszweige gibt es da keine. Es ist halt nur anbauen, ernten, verkaufen, Tierzucht und so weiter und so fort. Wie auch immer. Gut, weil ich finde einer ein Plätzchen, dass er platzierbaren Mod hinstellen kann, dann hat er doch eine kleine Produktion, wie eine kleine Brauerei oder was weiß ich, keine Ahnung. Der Fantasie kennt keine Grenzen gesetzt, aber mit diesem schönen Blick verabschieden wir uns, der Chris und ich, von den steirischen Bergwelten. Hat es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da,
Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tschüss. Rock Power.